So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Battle-Auswertung. Heute bin ich auch mal wieder dabei. Was heißt wieder? Ich bin das erste Mal dabei. Ich bin die Plane und ich unterstütze heute den Seid bei der Auswertung. Unser Wort war Kopf und dann fangen wir doch einfach mal mit der Auswertung an, oder? Würde ich auch sagen. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video unseres Facebook-Gruppen-Battles. Wir haben diesmal ein paar mehr Styles eingeschickt bekommen. Hat sich wohl gelohnt, das Ganze auf YouTube zu posten. Ist natürlich nicht so gut gelaufen wie das Rockauer-Battle, aber immerhin 22 Einsendungen für so eine kurze kleine Geschichte aus der kleinen Gruppe heraus. Ja, ich würde sagen, fangen wir mal an mit dem Bild von Sebastian, oder? Ist cool gelungen, auf jeden Fall. Das Gesamtkonzept finde ich gut. Vielleicht die Grids passen nicht ganz. Dazu hätte man vielleicht mehr Fadings machen können, die rauslaufen. Aber so alles in allem finde ich gut, ja. Die Add-ons passen teilweise nicht so, aber ja. Was sagst du dazu? Ja, also auf jeden Fall vorab jetzt mal für alle Bilder. Das ist jetzt gerade als erstes Bild auch ein gutes Beispiel, um das zu zeigen. Viele Bilder gehen ins Blaustichige. Das ist aber nicht unbedingt die Farbe. Ja? Bei diesem Bild sieht man das besonders gut. Da geht sogar das weiße Papier ins Blaustichige. Wir haben gesagt, das Battle ist schwarz-weiß. Da viele Bilder ins Blaustichige gehen und ich den meisten das auch abkaufe, haben wir einfach gesagt, okay, wenn irgendwas ins Blaustichige geht, dann sehen wir das einfach als grau, kann durchs Handy gekommen sein oder sonst was. So, dann zu dem Bild. Die Tonwertkorrektur übersteuert total, kann am Handy liegen, kann an Nachbearbeitung liegen. Ich glaube, die Fadings, die rausschießen, wären sonst viel weicher. Ich feiere total diesen Kopfhelm mit dem Farbklecks drauf, finde ich super nice. Auch wie gerade die linke Stelle neben dem Farbklecks schattiert ist, gefällt mir mega. Das Never Trust gefällt mir auch sehr gut, ist eine nice Sache. Aber ihr werdet gleich sehen, die anderen Bilder, ne, die sind auch sehr krass und deswegen muss ich jetzt genau gucken, wie ich bewerte, damit ihr auch merkt, was jetzt an meinen Bewertungen so höher gewichtet ist und was niedriger gewichtet ist. Also das ist auf jeden Fall schon ein nices Ding. Character feiere ich mehr als Style. Ich finde diesen Pfeil, der am O da runter baumelt, den finde ich irgendwie, ich weiß nicht, der hat keinen Job, weißt du, der hängt da so ab. Das O ist an der Stelle dafür ein bisschen deformiert, wenn man jetzt die Innenlinie, die Innenoutline zur Außenoutline betrachtet. Und im P fehlt mir einfach auch ein Hellfade, genau wie links an den Pfeilen im Block. Ansonsten, ja, nice. Magst du noch was zu dem Bild sagen oder gehen wir zum nächsten? Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten, oder? Okay. Für euch so als Hintergrund, wir telefonieren ja gerade, ich aus Bonn, sie aus Heidelberg. Das Handy liegt hier vor der Kamera. Ich hoffe, ihr könnt uns beide gut verstehen. Wir sind jetzt beim Bild von Erik. Was sagst du dazu? Ja, genau. Naja, also auf jeden Fall weiter am Style arbeiten. Ja, es sind leider Schattenfehler dabei und Highlightfehler auch. Muss halt noch einiges geübt werden, aber nie den Mut dazu verlieren. Ja, also mir fällt auch auf, es ist vom Flow des Styles her auf jeden Fall noch sehr ausbaufähig. Die Schlagschatten sind falsch an sehr vielen Stellen, wenn die nach rechts unten gehen. Schau mal, ich habe da auch ein Tutorial. Irgendwo weit unter Folge 100 gibt es Blöcke und Schlagschatten-Tutorial. Würdest du auf jeden Fall finden. Was mir noch auffällt, außer dass da Cops steht, obwohl das P nicht verbunden ist, hat das Ganze jetzt konzepttechnisch nicht viel mit Cops zu tun, ne? Und ich meine, da unten rechts steht auch ACAP, nicht ACAB. All Cops are Priesters? Pussies. Okay, ja, okay, nehmen wir an. Ja, nee, aber auf jeden Fall stabil, korrekt. Ich feiere, dass du mitgemacht hast und erklär mir doch mal, wenn du das siehst, was sind diese qualmenden Dinger da an dem Style außen dran? Nein, daneben, diese kleinen Teile.
Wir werden es erfahren, auf jeden Fall, hoffe ich doch. So, gehen wir zum nächsten. Das ist Last Force. Da würde ich dir gerne die Meinung vorwegnehmen. Ich habe es gesehen und dachte mir als allererstes, scheiß drauf, was noch so kommt, absoluter Battle-Winner. So. Der Style, wie der geflowt ist, flasht mich mega. Der Charakter auf Oldschool-Stil mit dicken Linien, aber trotzdem kommt was rüber, flasht mich mega. Fast jede Linie in dem Bild hat richtig Style, gefällt mir. Das ist übrigens das einzige Bild, wo ich glaube, da wurde tatsächlich Blau verwendet. Dann habe ich aber mit Clayne gesprochen und wir haben angefangen, bei dem Bild mal so ein bisschen ins Detail zu gehen. Ne? Und uns ist aufgefallen, wir finden den Fluchtpunkt der Blöcke nicht. Egal, also es muss mehrere Fluchtpunkte geben. Egal, wo wir die setzen, irgendwo fehlen immer Blöcke. Das ist der Grund, der mich auch dazu gebracht hat, erstmal zu sagen, okay, das sortiere ich in meinem Kopf erstmal unter die ersten ein, aber da sind Fehler drin, merken, ne? Und ja, Clayne. Ja, also das mit den Blöcken war halt eigentlich so das Hauptding, was mich gestört hat. Was ich jetzt auch nicht so ganz toll finde, ist, dass zwischen Blöcken und Schatten gewechselt wird. Das hat für mich nicht so einen großen Sinn, aber wie du schon gesagt hast... Ah, du meinst hast, oben da machen. Die Dinger, ne? Ja, genau. Ja. Kann man machen, aber ergibt für mich jetzt nicht so viel Sinn. Ja. Ja, ansonsten, auf mich wirkt das Ganze ein bisschen eingeengt. Also vielleicht, wenn man es auf eine größere Seite gemalt hätte oder so. Genau dasselbe, nur mit ein bisschen mehr Abstand zwischen den einzelnen Elementen, dann fände ich das ein bisschen... besser, weil das wirkt für mich einfach total eingeengt und vollgeklatscht. Ja, also ich sehe das anders. Ich muss einfach sagen, so da gebe ich so in der Richtung keine Kritik, weil das in meinen Augen komplett float, komplett alles mega fresh. Habe ich meine Fresse zu halten einfach. Gefällt mir richtig gut. Aber das mit den Blöcken, das ist natürlich ein Problem. Ne? Wie willst du das rechtfertigen, wenn du das dann gewinnen lässt? Ne? Da muss ich halt auch knallhart sein, weil es kommen gleich auch noch ein paar 3D-Styles, wo ich auch knallhart sein muss. Und deswegen, ne? Also da gerne auch nochmal Feedback in die Kommentare oder in der Gruppe selbst. Wie hast du dir das mit den Blöcken gedacht? Vielleicht hast du ja eine plausible Erklärung. Oben das mit dem Wechsel zu Schlagschatten finde ich gar nicht schlimm. Okay, Clayne, machen wir nächste, ne? Ja, genau. Das nächste Bild, das war vom Lorenz. Yes. Und ja, da fällt einem gleich auf, wenn man versucht zu lesen, dass da nicht wirklich Kopf steht, sondern eher Kurs. Weil das P, das hat ja einen extremen Knick. Mein Auge denkt aber, dass der Strich vom P senkrecht weiterläuft. Tut er ja aber nicht, da er einen Knick hat. Dadurch wirkt es für mich wie ein R. Ja, das kommt wahrscheinlich wegen diesem Add-on im O, was da noch in der Mitte drin liegt, aber keinen Ausgang hat. Das kommt ja nicht wirklich irgendwo her. Deswegen habe ich auch dieses Empfinden. Mir fehlen auch die Blöcke, aber ich finde so vom Style-Aufbau her, außer jetzt die Geschichte mit dem P, was man auch als kleines E sehen könnte, finde ich schon, es ist von... den Breiten der Buchstaben her, so, ne? Wo der dick wird, wo der dünn wird, ist schon alles auf jeden Fall im Flow. Auch die Gesamtform des Bildes ist schon so 90% ne? Von weiter weg mit verschwommen gucken, ist auf jeden Fall eine komplette Form, wo jetzt nicht irgendwo was schräg ist oder groß rauskommt. Das ist auf jeden Fall cool umgesetzt. Aber ne, ist gerade jetzt für ein Battle würde ich raten, fürs nächste Mal auf jeden Fall Blöcke. Auf jeden Fall gucken, dass es etwas leserlicher ist. Es kann sogar noch verschwungener sein. Und wenn du Add-ons machst, dann dock die Add-ons irgendwo an. Und was man normalerweise auch nicht macht, ist einen kompletten Style zu umranden mit nochmal einer Fill-In-Fläche. So viel dazu. Aber auch das kann ja sein, dass du da gerade deinen eigenen Stil entwickelst, den es so noch nicht gibt. Daher lass deiner Kreativität da freien Lauf. Werde ich auf jeden Fall dann nicht unbedingt als negativ bewerten. Machen wir nächste? Ja, genau. So. Also das nächste Bild ist dann von Niki.
Und auf dem ersten Bild ist es sauber, es ist ordentlich, aber es ist einfach zu wenig. Es ist ja auch nur eine ganz kleine Ecke in einem Blatt oben links. Und ja, da sind andere Bilder dabei, die haben das ganze Blatt ausgenutzt und nicht nur eine kleine Ecke. Ja. Also ich feiere auf jeden Fall die Umsetzung mit dem O, mit dem Character O. Peace, schöne dicke Grüße für das Psych-Battle-Ding da. Was mir auf jeden Fall nicht klar ist, weil das ich gucke immer, ist das in einem Blackbook gemalt oder ist das auf so einem Kopierblatt gemalt? Beim Kopierblatt, da kannst du auch einfach irgendwas ausgedruckt haben, drunter gelegt haben, abgepaust haben, ja, auf dem Glastisch von unten eine Lampe durchscheinen lassen, schon läuft das Ding, ne? Deswegen bin ich bei so Charakteren, die man halt schon aus gewissen Serien oder Comics kennt, immer so ein bisschen stutzig. Wobei ich dem Dude auf jeden Fall zutraue, dass er das kann, weil der Typ auf jeden Fall Erfahrung hat mit dem Malen. Das sehe ich. Das sehe ich auch schon von vorherigen Bildern. Auch wenn es halt dieser Bombing-Stil ist, das mag ich gar nicht negativ bewerten. Auf jeden Fall. Aber es ist halt echt zu wenig, auch in meinen Augen, für jetzt einen Sieg in diesem Battle. Können wir das so stehen lassen? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann machen wir mal das nächste. Das ist von Anton. Genau. Was sagst du dazu? Na, also vorweggenommen, er hat ja die Stifte oben dran gelegt. Man sieht ja, dass es Cool Grey Farben sind. Und Cool Grey gehen ja eher ins Bläuliche. Von daher ist es, denke ich mal, entschuldigt. Auch gerade, weil die Stifte oben dran liegen. Mhm. Ja, also erstmal, es sieht ganz gut aus, nur die Mauer an der Seite links, das stimmt nicht ganz so. Das hätte auch versetzt sein müssen, wie in der restlichen Mauer, ne? Ja gut, vielleicht hat er zwei komplett identische Steinmauern hintereinander gemalt. Wo halt nur oben die Kanten unterschiedlich sind. Aber ich frage mich, warum ist eine Mauer so dick? Ne? Also es wirkt schon fast, als hätte das am Anfang ein Train oder so werden sollen. Und dann hat man sich gedacht, okay, nee, ich mach doch eine Mauer draus. Also irgendwie, vielleicht hätte man sie durchlaufen lassen sollen, das ganze Bild lang, weil die Kante da links jetzt mit dem bisschen Himmel bringt an der Stelle auch nicht viel. Was sagst du zum Style oder zu den Styles? Ja, der Style ist, da ist ziemlich viel dran, würde ich sagen. Ziemlich viel gemacht. Ob das jetzt so viel Sinn macht oder nicht? Eher nicht, würde ich sagen. Ja, die Idee mit der Polizeimarke als O finde ich richtig cool. Ja, ich auch. Also hat, glaube ich, keine Ahnung, keine sonst in dem Battle. Dann ja die Blöcke, die hätte man vielleicht noch irgendwie anmalen können oder so, auch in einem helleren Grau, weil ich finde dieses Weiß, das sticht total raus. So. Ja. Sieht einfach aus wie, ich hab's vergessen anzumalen, ups. ja, dann aber was ich sehr cool finde, ist auf jeden Fall, dass die Mauer bemalt ist mit Text und drum und dran, das finde ich richtig cool. Was leider schade ist, unten, da wo ja eigentlich weiß sein sollte, da sieht man ja, dass leider ein bisschen unsauber gearbeitet wurde. Das finde ich ein bisschen schade. Und vielleicht auch die Sterne oben hätte man ein bisschen sterniger machen können oder gleichmäßiger, sodass es dann auch wie Sterne aussieht. Ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall gut umgesetzt. Ich stelle mir gerade vor, wie das auf einer Wand gemalt aussähe. Polizeimarke auf jeden Fall Bombe. Finde ich auch gut, dass das O da ein bisschen schräg liegt, dass das ganze Ding nicht so senkrecht ist. Ne? Also so getaktet, sage ich mal. Style auf der Mauer, gut, das soll vielleicht irgendwas sein, was extra simpel gehalten ist, damit sich der vordere Style extrem davon abhebt. Ja, ist mir auch ein bisschen viel Add-on. Ich sag immer, lieber die Add-ons flowen und sind weniger als viele und der Flow ist nicht hundertprozentig da.
auch im Gesamtbild, also wenn ich mir jetzt nur die schwarze Secchi betrachte und ich lösche den Style in der Mitte mal weg, dann wäre das für mich eine Form, da würde ich auf jeden Fall in 3D reinrattern, dann kommt das auch. Aber für einen Style, finde ich, ist mir das ein bisschen zu unausgewogen. Ne? Da finde ich, da müsste links oben auf jeden Fall noch einer rausstechen, dann hätte es ungefähr gepasst, aber obwohl er immer noch, ne, nicht so ganz in der Waage ist. Aber ich meine, es muss nicht alles synchron sein und so, das meine ich überhaupt nicht. Aber ich finde, dieses Gesamtbild muss passen bei einem Wildstyle wie bei einem 3D. Bei einem 3D hat man halt unendlich viel Spielraum. Bei einem Wildstyle, das Gesamtbild, das kann halt schnell dann irgendwie unruhig wirken. Aber gut, dann das mal dazu. Jo, nächstes, oder? Ja. Thomas ist am Start, die alte Büroamöbe. Ja, auf jeden Fall. Diesmal sehe ich auch, das ist nicht mit dem Computer gemacht, Bro. War es ja beim letzten Mal auch nicht. Ja, war es auch beim letzten Mal nicht. Ich hatte das aber gedacht, weil es so komisch irgendwie abfotografiert war. Ihr könnt euch ja mal das letzte Battle-Video angucken, da sieht man das halt auch. Character feier ich übel. Dann Style peile ich nicht so ganz mit den Sekis, die dann auf einmal dann noch einen Block bekommen haben. Und ja, also Style kannst du mir ja nochmal gerne in der Gruppe erklären, wie genau du dir das gedacht hast. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Was mich persönlich auch noch interessiert, sind diese ganzen Stückchen, die da rumfliegen. Mit was hast du die gemalt? Hast du die tatsächlich mit einem One for All dahin geklatscht? Oder wie sieht das aus? Gerne dazu ein bisschen Feedback, mit was du da unterwegs warst. So, Clayne, du? Ja, was mich ein bisschen stört, ist dieses FTK. Also ich muss da erstmal immer an FTK-Gottlautern denken. und der Rest ist ja, also Cops Go Die ist ja ausgeschrieben. Warum fehlt dann auf einmal das U beim Fuck? Das verstehe ich nicht so ganz. Da fehlt mir einfach dieses U. Das ergibt für mich keinen Sinn. Wenn, dann hätte man überall die, wie heißt das, Umlauf? Nein, egal, Vokale. So heißt es, glaube ich, egal. Hätte man sofort überall wegnehmen müssen. Und dann hätte es ja wieder gepasst. Naja, ich finde schon, die Abkürzung geht klar. Ich meine, viele tippen das auch und machen statt dem U ein Sternchen. Also man, also gerade so aus der Gamer-Szene kennt man eigentlich diese Abkürzung auch unter vielen anderen. Ja. Also ich habe da jetzt also dieses Problem gar nicht damit gehabt. Das wäre mir auch gar nicht aufgefallen, obwohl ich gesehen habe, dass kein U drin ist. Aber ich kann natürlich verstehen, dass wenn man das nicht so gewöhnt ist, dass man das auch denkt. Ich verstehe das schon. Nur dann hätte, wenn man einen Vokal wegnimmt, hätten wir ja auch beim Kopf zum Beispiel, hätte das O ja auch nicht sein dürfen, damit es wieder passt mit diesen drei Buchstaben. Das sieht man ja immer bei Aufklebern, dass immer diese drei Buchstaben untereinander sind. Aber dadurch, dass das O ja da ist, was es ja sein muss, finde ich es nicht so gut. Jo, okay. Also, aber auf jeden Fall als Feedback ist auf jeden Fall auch eins der Bilder, wo ich mich sehr freue, das zu sehen, weil ich es immer mega spannend finde, auch deine Entwicklung, Thomas. Ist sehr interessant, so. Halte mich weiterhin auf dem Laufenden und mach weiterhin mit. Irgendwann passt das auch alles so weit, dass es für mehr reicht. Machen wir nächste? Ja. Jetzt haben wir den Lasse am Start. Okay. Ja, auf jeden Fall weiter am Style arbeiten, nicht den Mut verlieren, üben, Blöcke beachten, dann die heißt es, Balkenregel beachten und vielleicht ein bisschen sauberer arbeiten. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ja. Aber ich finde den Tipp für Schluss weg. Ja, diese. Polizeihut hat, das finde ich richtig lustig. Bin, ja, glaube ich, drauf. Das ist dieses Sumpfdotter-Algentier. Das feiere ich auch mega. Ja, ich würde auch sagen, auf jeden Fall, außer jetzt, dass das Ding eine Cappy aufhat, wo Cops drauf steht und, also hier, ne?
Police und Cop an sich im Style finde ich jetzt, also ich würde das Thema so am Anfang nicht direkt so erkennen, ne? Vielleicht wäre das bei einem bunten Ding anders, vielleicht würde da das dann mehr knallen, aber ja, also ich finde, da ist mir auch zu wenig Thema Cops drin, aber auf jeden Fall weitermachen, die Tipps von Klain beachten und ich würde sagen, gehen wir mal zum nächsten, ja? Das ist der Alexander, der hat auch einen Style und zwei Charakter gemalt. Was sagst du dazu? Ja, also erstmal, die Charakter sind zwar gut gemalt, aber die haben eigentlich nichts mit Kopf zu tun. So, das ja. Erstmal vorweg. Dann stimmen ja leider auch die Schatten nicht ganz und wurden teilweise vergessen. Was mich, also was heißt irritiert, aber es stört mich halt einfach, dass die Schattierung von den Blöcken genau dieselbe ist wie die Elemente in den Buchstaben. Das stört mich irgendwie so ein bisschen. Da hätte man auch mit dem Bleistift vielleicht die Blöcke, also beziehungsweise die sind es Blöcke oder Schatten? Beides irgendwie. Ja, ich glaube, also der hat schon im Fill-in die Dinger weniger gestrichelt als beim Schatten. Wobei bei den Charakter, genau. Beim linken hat das auch wieder weniger gestrichelt. Weiß ich jetzt auch nicht genau, wie es gemeint ist. Das hätte man auch mit einem Bleistift krasser herausarbeiten können. Ja. Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine saubere Sache, gut umgesetzt, auf jeden Fall weitermachen und ein bisschen mehr an den Verbindungen arbeiten, sonst steht da vielleicht für den einen oder anderen jetzt Koloss. Ja, und das nur noch so als Tipp von meiner Seite und ich würde auch sagen, gehen wir mal zum nächsten Bild. Genau. Das ist der Fabi. Ja, also so auf den ersten Blick kommt gut, hat was mit dem Thema zu tun, passt. Das Einzige, was mir zuerst ins Auge gestochen ist dieser Planet oben links. Was ist das? Ist das der Mond? Ist das die Sonne? Ich weiß es nicht, aber es hat ziemlich viele Krater. Krass, den sehe ich erst jetzt. Den habe ich die ganze Zeit nicht gesehen und ich habe mir eben eine Stunde nur die Sachen angeguckt. Mir ist der zuerst aufgefallen, dieser Krater-Dings. Ja, mir ist zuerst diese Krone auf dem Haus aufgefallen und die feiere ich mega. Die feiere ich am meisten an dem ganzen Bild. Ich weiß nicht, die sitzt einfach. Cool. Mhm. Style finde ich, also Gesamtkonzept finde ich geil. Laterne geflickt finde ich auch mega geil. Häuser, da könnten die Fenster, die sind teilweise ein bisschen schief. Und der Style, da finde ich die Outlines zu wackelig und unsicher. Und auch ein bisschen zu dünn. Da würde ich dir einfach empfehlen, drück ein bisschen fester aufs Blatt. Ich glaube, du hast die mit einem Fineliner gemacht. Korrigier mich, wenn es nicht so war. Drück mehr aufs Blatt, dann hast du mehr Chance, die Linien gerade und selbstbewusster zu ziehen. Und mach die ruhig ein bisschen dicker. Zieh erst die innere Kante, zieh dann die äußere Kante und wenn in der Mitte was frei sein sollte, ziehst du das danach noch voll. Das so von meiner Seite. Character feiere ich, einen Schnürsenkel vermisse ich. Ich habe mich auch erst gefragt, wo ist das Cap hin? Aber das Cap fliegt ja da, alles gut. Nur mit dem Auto. Das Auto sieht auch aus, als würde es gegen das Tor fliegen, nur ist das Tor keine 100, 200 Meter weit nach hinten geöffnet. Deswegen frage ich mich, warum das Auto so klein ist. Vielleicht ist es ja auch irgendwie so ein Spielzeugauto oder so. Kannst du ja auch mal irgendwie schreiben, aber ich denke nicht, dass du das so geplant hast, weil da ja auch eine Ampel in dem Größenverhältnis steht. Nur irgendwie hängt das vor dem Tor und das passt perspektivisch für mich nicht. Aber auf jeden Fall nice. Freut mich auch immer, die Dinger von Fabi zu sehen. So, Klain, du noch was dazu oder nehmen wir das nächste? Ich finde die Blöcke, die gefallen mir besonders gut, weil die sind sauber, die sind alle da und sie stimmen. Ja gut, unten rechts wird da zu dick, der Block, ne? Ja gut, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist die Berufskrankheit, ich weiß, was du meinst. So, ich gehe mal eins weiter. Ach nee, warte mal, da ist irgendwas unter dem P bei dieser Mauer, da guckt, glaube ich, so ein halber Mülleimer raus oder so. Oder was soll das? Gullideckel
Ach so, okay. Ja, dann hätte ich die Zwischenräume vielleicht komplett schwarz gefüllt oder so. Mal gucken, ja. Wie auch immer. Gut. Soweit, so gut. Schönes Teil. So, jetzt Lars Wayne. Ja, haut mich auf den ersten Blick um. So. Du alter Fatcap-Füller, du. Ja, was soll ich sagen? Der Style links oben habe ich vor zig Jahren habe ich auch mal so in der Richtung gestylt. Noch aus den guten alten Zeiten, da haben viele Leute die so geschwungen. Feiere ich immer mega, wenn ich was sehe. Lars Wayne weiß das ja. Und dann ein Fresher 3D, den ich mir auch bestimmt 10 Minuten angeguckt habe. Ich konnte von den Outlines blockaufbautechnisch keine Fehler entdecken. Außer vielleicht bei dem C, dieser Pfeil. Gut, das ist auch alles dunkel in dunkel. Da weiß ich nicht, ob diese zwei Häkchen einen bekommen haben oder nicht. Müssten sie eigentlich. Weil wenn man links die Kanten von dem Ding, also das, was oben am C weggeht, betrachtet, dann laufen die Fluchtlinien so, dass man die eigentlich auch an den Stellen haben muss. Aber nichtsdestotrotz, gehen wir mal davon aus, alles richtig. Digga, erklär mir mal bitte, wo kommt bei dir das Licht her? Am C links ist dunkel und direkt daneben am A, am O, was übrigens echt manchmal schon wie ein A oder ein D oder ein P wirken könnte, da ist es auf einmal hell. Oder gucken wir mal am P, das Ding oben drauf. Ja, das ist links dunkel und rechts hell. Digga, wo kommt das Licht her? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Wie hast du das gemacht? Du hast im P einen Schlagschatten drin. Und sonst hast du keine Schlagschatten drin. Dafür der Carry mega nice. Aber ich selber als, ich sag mal, vom Herzen 3D-Maler seit 20 Jahren, wenn man mir mit 3D kommt, dann bin ich natürlich umso kritischer. Ne? Das tut mir leid, aber die Leute, die 3Ds einsenden, die haben es nochmal eine Nummer schwieriger statt einfacher bei mir. Das ist bei anderen Battles garantiert anders, aber hier ist das so, weil, ne, vom Herzen und so. Clayne, magst du noch was dazu sagen? Mir gefällt es total. Das ist schön, mir gefällt es auch total. Ich bin halt nur, ne, da mit den Schatten und so, das ist auch egal, wie sauber die sind, das Licht muss schon irgendwo herkommen. Ne? Ich meine, klar, wenn man jetzt so verstrickt malt wie der Descent, wo es dann eigentlich auch egal ist, weil es einfach passt in dem Sinne, da ist das okay. Aber gerade bei so deutlichen Sachen, da finde ich, muss das Licht schon klar sein oder die Lichtquelle. Die könnte ja auch direkt vor dem O in der Mitte liegen. Die Glühbirne, sage ich jetzt mal. Ne? Das hatte ich vermutet, als ich mir erstmal die Außenbereiche angeguckt habe. Aber anscheinend ist das nicht der Fall, weil man immer wieder Stellen findet, wo das dann genau nicht passt. Ne? Mal sind die Flächen, die nach oben zeigen, hell, mal sind sie dunkel. Ja, das so noch als Anregung von mir. So, nehmen wir mal das nächste, sonst wird das Video nachher noch eine Stunde lang oder so. Das ist das ist von Tobias. Sehr nice umgesetzt, so vom Flow des Stils her, muss ich sagen. Zwei Charakter drin, Hintergrund, seht ihr ja selber. Clayne, sag mal was. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, simpel, sauber gearbeitet, finde ich. Ja, das in den Rauchwolken oder was das darstellen soll, das ist, denke ich mal, mit Absicht. Ich finde, die Grips sind sehr gut gelungen, auf jeden Fall. Nur die hätte man vielleicht auch oben am Style anbringen können, dass das noch ein bisschen mehr ist, nicht nur in der Mitte. Ansonsten finde ich die Stadt im Hintergrund echt cool. Ja. Was mir fehlt, ist auf jeden Fall eine weiße Zecki, die die Stadt vom Style abtrennt. Da hätte ich eine durchlaufen lassen. Ansonsten, ja, gut umgesetzt. Outlines könnte man noch etwas sauberer und dicker machen. Und ja, weiter so auf jeden Fall. So, gehen wir mal zum nächsten. Das ist vom Max. Was sagst du zu diesem Bild? Also auf den ersten Blick passt mega zum Thema. Alles passt einfach komplett so. Jedes Detail, es passt komplett zum Thema. Graffiti, genau. Und
Corps. Ja, das stimmt. Ja, also ich muss auch sagen, es ist halt wieder ein 3D, ne? Und der ist wieder vollkommen falsch schattiert, wobei der Aufbau stimmt. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, außer natürlich im S unten, die eine Kante von dem Fuß, ja, die müsste genauso auch noch eine kleine Fläche, so ein kleines Dreieck müsste da sein, weil das sieht man drunter und drüber, wie der Block gezogen ist. Es kann nicht sein, dass sich das nur an der Stelle wegdreht, ne? Also allein fluchtpunkttechnisch. Aber ansonsten kein Fehler drin. Schlagstock feiere ich, Donut feiere ich, sind natürlich alles irgendwie auch ein bisschen so Sachen, wo man sich wieder fragt, ist das jetzt abgepaust? Diese Frage wird direkt beantwortet durch Nein, denn es ist im Blackbook mit dickem Papier gemalt. Von daher muss ich wirklich sagen, richtig, richtig nice. Auf jeden Fall konzepttechnisch. Aber schauen wir erstmal weiter. Ja, also zum nächsten Bild jetzt. Yes. Vom Luca. Ja, genau. Also hier kann ich auch nur sagen, weiter am Style arbeiten auf jeden Fall. Nicht aufgeben. Ganz viel üben, weitere Hilfe achten und die Proportion. Und ja, bei dem Bild fehlen mir noch speziell die Blöcke und die oder Schatten. Blöcke oder Schatten. Ja. Ja, ich würde sagen, jetzt für den Anfang, ich weiß ja nicht, wie lange schon mal, vielleicht eher mal simpler bleiben und noch die Grundsachen üben, wie sich dann irgendwie total in Add-ons stürzen und verkünsteln. Das macht, glaube ich, noch nicht so viel Sinn jetzt für den Anfang. Ja. Ja, was mir jetzt auch an der Stelle auffällt ist, wir hatten ja das Thema genannt Cops, ne? Ich dachte so, da kommen jetzt so lustige Szenen, aber es kommt voll viel ACAB, Fuck the Cops und so, ne? Ich hab Freunde diesen Cops so mittlerweile, ne? Ey, die treten mir in den Hintern, wenn die das sehen, so. Weißt du, so, was machst du da auf deine YouTube, so diese? Aber auf jeden Fall schöne Grüße, Luca, an dich. Und ich kann dir auch den Rat geben, schau nochmal die ersten Tutorials. Da lernst du viel zum Style-Aufbau. Ansonsten, ey, du hast auch abgeliefert. So muss man dir auch lassen. Größten Respekt auch an der Stelle dafür. Die Bubbles würde ich etwas mehr verteilen. Und ja, alles andere würde ich mir erstmal aus den ersten Tutorials ziehen. Fill-ins, Blöcke und so weiter. Damit würde ich auch schon sagen, gehen wir zum nächsten, oder? Das ist vom Elias, sehe ich gerade. Genau. Schon wieder Fuck-Cops, ne? Das hört nicht auf. Das werden wir noch einige Mal sehen heute. Ja, ja, ja. Nice gestylt auf jeden Fall. Das P hängt ein bisschen niedrig, weil ich habe immer so dieses Denken, dass wenn man auch hier nach oben oder nach unten mal was raushaut, dass so die Mittelstücke der Buchstaben, also die markanten Stellen, die die Buchstaben ausmachen, am besten auf einer Linie sein müssten bei so einem Style, ne? So hast du jetzt das Ding, dass dein Style quasi oben stabil links anfängt und so ein bisschen im Gesamtfluss nach unten wandert. Das ist wieder das, wo ich sage, schaut euch die Gesamtform an. Vielleicht markiert ihr euch auch vorher ganz dünn mit dem Bleistift, welche Form soll die Gesamtform grob sein. Ihr könnt natürlich hier und da rausschießen, aber das ist auch manchmal eine gute Stütze. Was meinst du? Ja, ich würde auch sagen, es ist sauber gearbeitet. Und ja, der Style ist durchgezogen, was ich auf jeden Fall gut finde. Dann, was du schon gesagt hast mit der Form und so weiter, das O hätte für meinen Geschmack ein bisschen weiter runtergezogen werden können. Ja, ansonsten finde ich ziemlich gut. Ja. Aber ist halt auch zu wenig, um Battle-Gewinner zu sein. Ja. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist, was ich sehr feier, so an diesem Battle gerade. Ich war ja eigentlich jetzt nicht so unbedingt dafür, schwarz-weiß, aber viele hatten keine Farben und dann haben wir gesagt, machen wir einmal diese Ausnahme. Ich find's mega krass, wie ihr so auf Ideen kommt, das alles umzusetzen. Ich hab bisher außer zwei Bilder noch keins gesehen, was ich so in der Art umsetzen würde, ne? Und das finde ich halt mega interessant.
Und das macht mir auch sehr viel Spaß, das mal zu sehen. Da sind auch Ideen bei, da würde ich gar nicht drauf kommen, muss ich ehrlich auch sagen. Yo, nächstes. Das ist der Andi. Brrr. Schöne dicke Grüße nach Köln, Dickerchen. Und an den Rest der 3DLK-Crew an der Stelle. Andi ist Mitglied der Crew, der so einer, der so recht kurz dabei ist, obwohl es auch schon einige Jahre sind. Und überzeugt oft durch gutes Können und manchmal durch Patzer, die einfach himmlisch sind. Man siehe die Blöcke in dem Fall, bei dem Style. Wo ist dieser Fluchtpunkt und warum sind die unterschiedlich lang? Ich selber persönlich feiere mega diesen Comic-Stil von den Blaulichtern und ich feiere sehr, wie das so allgemein geschwungen ist. Auch wenn das S mir auch sehr bekannt vorkommt, zwinker, zwinker. Was meinst du, Klein? Ja, also ich hätte die Lichtreflexe in den Blaulichtern selbst etwas anders gemacht. Die wirken irgendwie nur wie so draufgeklatscht. Dadurch, dass der außenrum schon dieser Lichtreflex ist und dann innen drin nochmal einer, das wird irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, ich feiere gerade diesen Stil so. Das sind so die Dinger, wo ich mir dann denke, boah, krass, hat er rausgehauen jetzt, so, ist mega, so. Na, aber gut, das ist auch immer Geschmackssache, ne, so, ich denke mal, es kann auch sein, dass Leute ganz andere Bilder feiern, wie wir jetzt. Irgendwo trennen sich da auch irgendwann die Geister, weil jeder halt einen anderen Geschmack hat, ne. Aber auf jeden Fall ist ein nices Teil, aber, ne, ihr habt ja selber schon gesehen, im Vergleich zu anderen ein bisschen wenig Konzept. Ne, also Konzept in Sachen viele Charakter und so weiter. Ne? Ja, dann... Ja, aber nur weil viele Charakter im Bild sind, heißt das ja nicht, dass es gut ist. Ja, es ist genau dasselbe wie mit Add-ons, stimmt. Natürlich, klar. Gebe ich hier vollkommen recht. So, weiter. Ja, das ist ja mal ein kompletter Byte von meinen Wildstyle-Alphabet-Folgen. Das finde ich erstaunlich und feier es auch, dass man bei einem Psych-One-Battle mitmacht, meine Buchstaben bytet und die tatsächlich einreicht. Also mega großen Respekt dafür, Eugen, feier ich total, fühle mich auch sehr geehrt. Aber ich kann dir halt da nichts vom Style, der ist für mich, als wäre der nicht da, weil das ist, ne, ist mein Style. Hast du, und auch noch ein sehr simpler von mir, hast du einfach kopiert. Und du hast im C, im O und im P jeweils die Striche in den Blöcken vergessen. Die Blöcke zielen nicht alle gleich in dieselbe Richtung. Aber die Häuser feiere ich mega. Die sind auf jeden Fall cool, weil die sind auch 3D. Und als eins der wenigen Bilder sind die Fenster in den Häusern auch richtig angesetzt. Und das ist auf jeden Fall cool. Aber mit dem Style, ne, weißt du selbst, würde ich mal sagen. Clayne, was sagst du dazu? Ja, so den Background, den feiere ich auch mega. Der ist echt gelungen. Dann, was mir noch aufgefallen ist, beim P, da stimmen die Icons nicht so ganz. Willst du mich dissen oder was? Nein, Spaß. Nein. Ich glaube, das ist ein Fehler vom Eugen selbst, weil hinten beim P läuft ja der Balken theoretisch weiter. Wenn man die jetzt aber verbinden würde, dann sitzt der Balken, von hinten raus. Ach, ja, ich sehe, was du meinst. Links oben vom P, der ist dann auf einmal zu dick, ja, wo er rauskommt. Ja, genau. Und der unten kann auch, der müsste ja theoretisch höher sein und auch anders gebogen. Ja. Ja. Das ist mir halt aufgefallen. Aber hey, die Alphabet-Folgen scheinen wirklich geguckt zu werden. Feier ich gerade. Nice, dieses. So, gehen wir mal zum nächsten Bild. Und das ist vom Florian. Der gute Smore, liebe dicke, fette Grüße. Wieder mal nice gestylt. War auch schon oft, oder war zumindest mal Gruppenking. So viel habe ich noch in
meinem Vergangenheitsköpfchen. Aber ich persönlich frage mich, was hat der Donald Duck jetzt mit Polizei zu tun? Oder ich weiß nicht, mir fehlt das Motto Polizei einfach im Gesamtbild. Das ist so meine Meinung, obwohl alles, was gemalt ist, sehr stylisch gemalt ist und geil aussieht. Aber mir fehlt das Thema an der Stelle ein bisschen. Ne? Du, Clay? Ja, genau das Thema fehlt und genau wie das Thema die Blöcke. Ja, aber hier, Florian, sag mal bitte Bescheid, ob man in Aachen mittlerweile wieder legal malen kann. Dann komme ich mal vorbei mit den Jungs und dann können wir mal gerne auch was zusammen machen oder so. Und irgendwie eine Wand trocken oder so. Gut, gehen wir zum nächsten, oder? Nein. Okay. Das C erinnert mich sehr an ein O. Das stimmt. Es ist geschlossen und da hätte einfach so eine kleine Kante hätte gefehlt, die den oberen Balken vom unteren Balken trennt. Von daher könnte das für mich auch ein O sein. Ja gut, wenn du es so nimmst, könnte da auch ODF stehen, ne? Also ist halt immer auch ein bisschen Sicht des Betrachters, Sicht des Erstellers. Gut. Aber ich habe es schon als Kopf erkannt. Aber gut, ich habe auch das Thema im Kopf, also diese Kopfbrille im Moment auf. Daher, ja, ne? Könnt ihr euch ja eure eigene Meinung noch zu bilden. Jo, nächstes. Vom Christopher. Da ist die Quali natürlich, ich glaube, die werde ich fürs Video nicht gut aufbereitet bekommen, weil es echt ein mieses Handy war, womit das gemacht wurde. Wir haben zwei Charakter und ich versuche es mal zu lesen. Wenn ich mir jetzt wegdenke, dass wir ein Cops-Battle haben, dann steht da für mich Napis oder Nopis. Ne? Also das linke Ding vom S ist echt irgendwie ein bisschen zu weit weg, dass das für mich schon wieder aussieht wie ein eigenständiges I oder so. Ich weiß nicht, ich habe Probleme, das zu lesen. Ne? Da würde ich auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Und ja, so einige Sachen kommen mir da auch bekannt vor an dem Ding. Naja, was meinst du, Clay? Ich finde, die Texte versauen leider das Gesamtbild. Vor allen Dingen das unten rechts. Das sieht nicht so schön aus. Okay. Ja, aber ich finde das, ja, auch wenn man die Text sich wegdenkt, ist das ja so auf jeden Fall auf den ersten Blick schon mal nice. Aber es ist halt schwer zu lesen, muss ich wirklich sagen. Ne? Ja. Und da muss man auch manchmal kritisch sein. Aber trotzdem stabil abgeliefert. Props gibt's trotzdem. Von mir zumindest. Wie sieht's bei dir aus? Ja, von mir auch. Okay, nächstes. Vincent. War auch eins, was ich ziemlich weit vorne sehe. Und das einzige Problem ist auch wieder die Lesbarkeit. Ne? Also da weiß ich nicht, ob das, wenn man das Thema jetzt nicht im Kopf hätte, wüsste, was da abgeht jetzt, was da steht. Ob das ein G ist am Anfang, ob das ein C ist oder ein P, was dann da kommt. Das S erkennt man klar, aber es ist halt schwierig. Trotzdem feiere ich das Gesamtbild sehr. Das ist auf jeden Fall ein Style, wo ich sage, die Gesamtform von dem ganzen Bildaufbau passt super. Auch die Tags, alles genau richtig angeordnet. Auf jeden Fall nice. Nur ich finde, einige Sachen überdecken zu viel von den Buchstaben, gerade von diesen markanten Stellen, von denen ich geredet habe. Da muss man einfach mal ein bisschen mehr drauf achten. Du, Clay? Ja, Gesamtbild ist echt top. Gefällt mir super. Ja, Blöcke, ne? Blöcke sind nice. Ja, die Blöcke sind auch nice. Das muss man auch dazu sagen. Ja, fällt mir gerade erst auch auf. Alle gleich dick. Ja. Auch, dass da die verschiedenen Farbnuancen im Block drin sind, das finde ich auch ziemlich gut. Das macht auch viel her und wertet das Ganze auch nochmal auf. Mhm. Also der Fluchtpunkt liegt auf jeden Fall unten rechts, daher weiß ich jetzt nicht, ob oben am C
bei dem Add-on, ob da nicht auch noch einer dran müsste. Gut, müsste man Lineal dran halten, sind wir jetzt alle zu faul für. Aber auf jeden Fall die Blöcke super geil gefüllt. Finde ich echt geil, gerade mit diesen fleckigen Strichen. Sieht man sehr selten, gefällt mir mega gut, muss ich sagen, ja. Okay, gehen wir weiter, ne? Das ist der Dylan. Yo, Zyklain RCB Crew. Ja, dicke Grüße zurück, Bro. Sal, Hamdullah, Brille. Klein, sag mal was. Ja, finde ich cool. Ich feiere den Charakter mega. Der gefällt mir einfach total. Ja. Der Style, der ist auch echt fresh. Vielleicht sind da ein bisschen viele Tags außenrum, aber kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ja, alles in allem gefällt mir richtig gut. Ich finde die Schattierungen im Kopf selber, also im Style selber, die finde ich auch richtig cool. Ja, alles in allem gefällt mir echt gut. Was sagst du dazu? Ja, also ich feiere den Style für sich, feiere ich total. Ich feiere den Charakter für sich total. Ich feiere alles, was außen drum ist, für sich alleinstehend total. Aber das Ganze zusammengefügt ist mir irgendwie so, ja, so wahllos verteilt, ne? Also durch den Charakter wird klar, die ganze Seite dient als Bild, ne? Also es ist quasi eine komplette Seite. Dass der Hintergrund jetzt weiß ist, finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde nur die Anordnung, der Style, der schwebt da irgendwie so ein bisschen im Leeren rum. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Background gewünscht oder halt den Style ein bisschen runter, das Saul Hamdullah nach oben. Und ja, diese Bubble-Wolke vielleicht sogar noch, wenn der Style tiefer ist, vor den Style, dass die den nochmal so abhackt. Finde ich, hätte es mehr getroffen, dann hättest du auch nicht so hoch gehen müssen, Bro. Dann hättest du dir oben 5 cm sparen können, ne? Dann wäre halt früher Schluss mit dem Bild. Paar leichte Fadings im Hintergrund, eine Linie oben dran gezogen, hättest das super mit darstellen können. Geile Einzelparts, aber das Zusammenspiel. Da, du bist ja auch schon Gruppenking gewesen. Also ich meine, ne, du hast es drauf. Aber es ist halt wirklich so, diesmal dieses Zusammenspiel. Das stört mich etwas. Ja. Und verrat mir mal, ach so, Polizei steht auf dem T-Shirt, Dicker. Jetzt peile ich das. Okay, okay. Uni steht da nur. Ja, ja, aber hier mit der Mütze und so, ja, alles klar. Das raff ich jetzt. Ja, und schöne Grüße an die Eidechse und ja, gehen wir mal zum nächsten Bild, ne? Ja, das ist ja auch schon das letzte Bild. Dazu kann ich sagen, ja, ist ein schöner, simpler Style, gefällt mir. Mhm. Ist schön durchgezogen, ja. Sauber gearbeitet, ja. Ja, kompakt, ist so ein Ding, wenn ich das draußen an der Wand sehen würde, würde ich jetzt, würde mich nicht stören. Weißt du, ist jetzt nichts so dran, wo ich sage, nee, da passt was nicht oder so. Kann ich auf jeden Fall gut mit chillen mit dem Bild. Auf jeden Fall gar keine Frage. Also muss ich auch sagen, natürlich Gesamtkonzept. Fehlt ein bisschen was mehr Kopf im Detail. So jetzt, ich sag mal, Charakter noch oder Background oder irgendwie ein Polizeiauto oder was weiß ich, ne? Aber ansonsten, ja, chillig, läuft, passt. Ja, würde ich mal sagen. Yo, Klain, ich blätter hier nochmal gerade alle Bilder durch. Wir hatten ja im Vorfeld schon gequatscht und uns quasi entschieden. Ich gucke jetzt nur nochmal, bevor ich sage, wirklich, nicht, dass ich jetzt einen falschen Namen sage, weißt du, so. wo ist es denn? Da ist es. Ja, magst du verkünden? Ja, also, unser Gewinner ist, der einfach so vom Gesamtbild überhaupt überzeugt hat. Das ist der liebe Max. Herzlichen Glückwunsch von mir. Dicker, Glückwunsch. Glückwunsch, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, sauber abgeliefert. Du weißt ja jetzt, woran du noch arbeiten musst. Und ja. Ja, genau.
Das würde ich auch sagen, ja. Und an alle, die mitgemacht haben, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es gab im Vorfeld auch, was ihr jetzt gar nicht mitbekommen habt, viel zu lachen zu den Dingern. Es gab viel Interessantes zu sehen. Es hat mega Fun gemacht. Ich feiere eure Ideen, ich feiere eure Kreativität. Und ja, würde ich sagen, machen wir demnächst wieder ein Battle, ne? Und ja, an alle die Leute, die gerne beim Battle mitmachen wollen, den Link zur Gruppe, in der wir das tun, den findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit von meiner Seite würde ich sagen, schon mal, ja, vielen Dank fürs Zusehen, auch an die, die bis zum Ende geguckt haben. Und ja, Clayne, magst du abmoderieren? Mach ich sehr gerne. Also macht alle mit beim nächsten Battle und wir sehen uns. Tschüss. Haust rein. Peace.